بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht. Wir kommen so langsam zum Ende unserer Sira-Reihe. Das merke ich gerade, subhanallah, das ist auch irgendwie traurig. Sowohl das, was wir jetzt in den nächsten zwei Unterrichten hören werden, ist traurig, als auch die Tatsache, dass wir dann fertig sind mit der Sira und uns dann mit einem neuen Thema beschäftigen müssen. Wir werden wahrscheinlich noch um die zwei oder drei Unterrichte haben bezüglich der Sira selbst. Das heißt, wo wir dann abschließen werden, insha'Allah ta'ala, mit dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und wo wir dann auch noch einmal, insha'Allah, eingehen werden auf die ersten Momente und Stunden und Tage nach seinem Tod, salawatu rabbi wa salamu alaihi, um auch bestimmte Dinge verstehen zu können, warum sie so geschehen sind, wie sie geschehen sind, welche dann auch später die Umma gespaltet haben, also oder erst Jahrzehnte später eigentlich, aber diese Ereignisse dann rückwirkend verwendet wurden, um zu belegen, dass die Sahaba radhiyallahu anhum angeblich Unrecht getan hätten gegenüber Ali ibn Abi Talib und gegenüber dem Gebot des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nämlich Ali ibn Abi Talib zu seinem Nachfolger zu machen. Aber dazu dann später mehr, insha'Allah ta'ala, bei dem Unterricht, wo wir dann darüber sprechen werden. Und werden uns dann sozusagen hier einige wichtige Aspekte anschauen. Aber heute, insha'Allah ta'ala, gehen wir noch einmal auf eine letzte militärische Unternehmung ein, welche der Prophet sallallahu alaihi wa sallam selbst vorbereitet hatte, welche jedoch nicht umgesetzt werden konnte, zumindest nicht zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und wir werden heute auch, insha'Allah ta'ala, wenn die Zeit ausreichen wird, auf einige Hinweise eingehen, welche darauf hindeuten, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Dunya bald verlassen wird. Wir hatten letzte Woche über ein sehr wichtiges historisches Ereignis gesprochen gehabt, welches gerade für diese Auseinandersetzung zwischen Schiiten und Sunniten bei ihrer theologischen Diskussion eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Wie heißt dieses historische Ereignis, was wir letzte Woche besprochen hatten? Ja. Genau. Ghadir Khum. Was ist Ghadir Khum? Wer kann mir das nochmal sagen? Wir machen nochmal eine kurze Wiederholung in Form von Antwort und Fragen. Was ist Ghadir Khum? Was ist das? Genau, es ist ein Ort erst einmal, an dem sich was befindet? Ein Wasser, also ein kleiner Bach, oder ich würde nicht sagen Bach. Man konnte dort Wasser schöpfen, es ist wie ein Fluss, kleiner Fluss. Genau. Wo befindet sich Ghadir Khum? Die Schwestern dürfen auch mitmachen. Wo befindet sich Ghadir Khum? Wer war denn letzte Woche von euch da gewesen? Ja, eins? Nur du, Schwester, dann musst du leider jetzt antworten. Wo war Ghadir Khum oder die Brüder auch? Wer war denn von den Brüdern letzte Woche da gewesen? Wo ist Ghadir Khum? Wer weiß, wo Ghadir Khum ist? Ja. Nein, das ist ganz weit weg. Wo ist Ghadir Khum? Wo liegt das? Und warum ist das so wichtig? Ghadir Khum, ja? Nein, auch nicht in Mekka. Zwischen Mekka und Medina. Liegt zwischen Mekka und Medina. Und das ist sehr wichtig. Warum? Weil wir ja gesagt hatten, dass es bei diesem Ereignis um einen Konflikt ging, der nur die Menschen in Medina etwas anging. Ganz wichtig. Ja? Ich möchte, dass wir die Sira verinnerlichen, verstehen, dass die Sira für uns klar und deutlich wird, dass ich die wichtigsten Aspekte der Sira kenne, sie einordnen kann. Das heißt, Ghadir Khum ist ein Ort außerhalb von Mekka. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam dort an welchem Tag an?
Am 18. des Monats für Hijja. 5 Tage, nachdem er Mekka verlassen hatte. Ganz konkret, Mina verlassen hatte. Und das zeigt auch noch einmal, man brauchte damals circa 10 Tage mit einer Karawane, um von Mekka nach Medina zu reisen. Das war genau in der Mitte gewesen. Und was geschah jetzt dort? Was machte der Prophet sallallahu alaihi wasallam dort? Und was macht dieses Ereignis zu solch einem wichtigen Ereignis für diese Frage, wer der Nachfolger des Propheten sallallahu alaihi wasallam werden sollte? Was machte der Prophet dort sallallahu alaihi wasallam? Na, Shabab. Er nannte Ali einen Maula. Was ist ein Maula, oder? Eine Art Schutzherr oder Schutzbefohlener. Beides kann es bedeuten. Okay. Er hielt eine Predigt. Und in dieser Predigt erinnerte er die Leute an Omar. Und er erinnerte die Leute an 2 Dinge. Einmal an die Wichtigkeit des Buches Omars. Und zweitens an die Stellung seiner Familie. Und dann sagte er, من كنت مولاه فعلي مولاه. Wessen Schutzherr ich bin, dessen Schutzherr ist auch Ali. Mit anderen Worten, Ali ist eine wichtige Persönlichkeit. Und wenn ihr ihn kritisiert, dann ist es so, als würdet ihr mich auch kritisieren. Und das, was er gemacht hat, war kein Fehler gewesen, sondern er hat richtig gehandelt gehabt. Es ging nämlich um Beute und es ging auch um Ibil al-Sadaqa, die Kamele der Sadaqa, welche als Hedi, als Geschenk für den Haram, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam aus dem Jemen nach Mekka gebracht wurden, damit dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie dort schlachten kann für den Haram, für Allah ta'ala, während der Hajj, was er auch tat, nämlich 63 Kamele selbst schlachtete, die Jahre seines Lebens und der Rest dann von Ali ibn Abi Talib geschlachtet wurde. Ja, das ist wichtig. Okay. Und wir hatten letztes Mal darüber gesprochen gehabt und auch aufgezeigt gehabt, warum dieses Ereignis nichts mit der Nachfolge des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu tun haben kann, weil es ging um einen Konflikt. Zweitens, die Religion war schon vollkommen gewesen. Die Ayah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina in Surat al-Ma'idah, war schon in Arafah herabgekommen auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die Religion vollständig ist und vervollkommnet wurde. Und ganz, ganz wichtig, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er jemanden zu seinem Nachfolger bestimmt hätte oder haben wollte, dann hätte er das wo gemacht? Bei der Hajj, wo alle Muslime anwesend sind. Ja, aber er hat das nicht getan. Warum? Weil es hierbei um einen Konflikt ging und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte, dass dieser Konflikt noch gelöst wird, bevor die Medinenser in Medina ankommen, damit sich das nicht verbreitet und dann auch nicht mehr einzudämmen ist. Ganz, ganz wichtig, damit wir das verstehen, inshallah ta'ala. Wir werden heute sehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das nicht nur mit Ali ibn Abi Talib gemacht hat, sondern auch mit anderen Leuten, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sehr, sehr nahe standen. Und es gibt etliche dieser Situationen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine bestimmte Person verteidigt hat, von den Sahaba, wenn Leute sie kritisiert haben. Und heute haben wir solch eine Situation. Heute geht es nämlich, insha'Allah ta'ala, um was? Um eine militärische Unternehmung. Und wir hatten am Anfang schon mal erklärt gehabt, dass es verschiedene Bezeichnungen gibt für Schlachten. Für eine Schlacht, an der der Prophet sallallahu alaihi wasallam teilgenommen hat und für eine Schlacht, an der der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht teilgenommen hat. Wie nennt man eine Schlacht, an der der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst teilgenommen hat? Maraka ist allgemein Schlacht, aber es gibt dafür eine eigenständige Bezeichnung. Was? Ghazwa, richtig. Baraka. Eine Ghazwa. Eine Ghazwa, wenn man in der Sira von einer Ghazwa spricht, spricht man von was? Von einer Schlacht, an der der Prophet sallallahu alaihi wasallam teilgenommen hat. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, aber das ist erstmal allgemein so. Ja, man nennt eine Schlacht, an der der Prophet sallallahu alaihi wasallam teilgenommen hat, was? Ghazwa. Wie nennt man
eine Schlacht, an der der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht teilgenommen hat. Man kann sie Ma'ara kennen, also Schlacht, ja, das ist allgemein für jede Schlacht, aber zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es dafür nochmal eine besondere Bezeichnung. Und die muslimischen Historiker haben diese Schlachten auch anders genannt als die Schlachten mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie nannte man sie? Ist jemand? Sariya. Eine was? Eine Sariya. Ja? Eine Sariya ist von Sara Yasir. Ja? Von Sara. Ja? Und Sariya. Ja? Und wie gesagt, das ist eine Schlacht, ja, an der der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst nicht teilgenommen hat, obwohl sie auch zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam stattgefunden hat. Gut, sehr wichtig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er kommt jetzt nach Mekka zurück, nach Medina zurück. Und er verbringt jetzt den Rest des Monats Dhul-Hijjah in Medina. Dann kommt Al-Muharram, verbringt er ebenfalls dort. Und jetzt im Monat Safar. Im Monat Safar. Welches Jahr haben wir jetzt nach der Hijra? Das islamische Jahr beginnt ja mit Al-Muharram. Welches Jahr nach der Hijra haben wir jetzt? Nee, welches Jahr? Welches Jahr? Das 8., 9., 13. Jahr nach der Hijra. Welches Jahr haben wir? Nein, nein, damals, nicht heute jetzt. Damals, als der Prophet aus dem jetzt zurückkam. In welchem Jahr war dann Hajjatul Wada' gewesen nach der Hijra? Im 10. Jahr, also ist jetzt was? Das 11. Jahr. 13. geht ja nicht, weil er hat ja vorher nicht mehr gelebt. Aber ich wollte euch ein bisschen aufs Korn nehmen. Ja? Gucken, prüfen, ja? Wie gut sind die Informationen. Ja? Also, wir haben jetzt den Monat Safar, der zweite Monat des islamischen Jahres, des 11. Jahres nach der Hijra. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist zu diesem Zeitpunkt noch gesund. Er ist zu diesem Zeitpunkt noch gesund, ist alles in Ordnung. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er beauftragt jetzt einen edlen Sahabi, der selbst Sohn ist eines edlen Sahabis, mit einer wichtigen Aufgabe. Und zwar, er beauftragt ihn damit, Richtung Asch-Sham zu ziehen, zu marschieren, mit einer Armee, um wen anzugreifen oder gegen wen zu kämpfen, und zwar ganz konkret, um gegen die Römer, die Byzantiner im Norden der arabischen Halbinsel zu kämpfen. Warum? Das werden wir gleich erklären, inshallah ta'ala. Zunächst erst einmal stellt sich natürlich die Frage, wer ist diese Person? Diese Person ist niemand Geringeres als Usama ibn Zayd ibn Haritha. Wie alt war Usama ibn Zayd zu diesem Zeitpunkt gewesen? Er war zwischen 17, 18, 19 Jahre alt gewesen. Also noch sehr jung. Wer von euch ist 18 hier? Wer ist 18? Ist jemand noch Teenager? Du bist 18. Ist jemand noch? Wer ist unter 20? Wie alt bist du? 20, ja? Also vor, was? 22, ja? Ist jemand noch unter 20? Mal schauen, alle über 20, ja? Aber ja, wie alt bist du? Du bist 25, nee, unter 20, wollte ich wissen. Okay, ja, Abdurrahman, du bist 18, ja? Ja, okay. Genau jetzt, ja, in deinem Alter, hättest du jetzt die Aufgabe, eine Armee anzuführen. Eine Armee, in der sich, wer befindet? Abu Bakr. In der sich Umar. Die großen Gefährten unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befunden haben. Allahu Akbar. Ja, das war natürlich etwas gewesen, was nicht allen gefallen hat. Wir werden gleich auch zeigen, wie einige darauf reagiert haben. Zunächst erst einmal stellt sich natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage.
Was ist eigentlich der Grund? Wir wissen ja, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht einfach so irgendwelche Leute angegriffen hat. Ja, das müssen wir verstehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat immer einen politischen oder militärischen Grund gehabt, wenn er eine Schlacht geführt hat. Er hat nicht einfach so Leute angegriffen, sondern er hat das nur gemacht als Reaktion auf einen Übergriff, der schon vorher geschehen ist oder auf eine Gefahr, welche lauerte. Und auch hier war das der Fall gewesen. Und zwar, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wusste, dass er zu seinem Schöpfer zurückkehren wird. Wir werden nachher noch sehen, woran der Prophet sallallahu alaihi wasallam das erkannt hat. Und die byzantinischen Stämme, ja, das waren auch teilweise Araber gewesen, also arabische Stämme, die Vasallen, das heißt Alliierte des byzantinischen Reiches gewesen sind. Also arabische Stämme, die selbst sozusagen dann das Christentum angenommen haben und mit den Byzantinern zusammengearbeitet haben. Und auf jeden Fall haben sie eine Gefahr dargestellt für die Muslime. Wir müssen eines verstehen. Zu diesem Zeitpunkt war das Islamische Reich, welches der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegründet hat, noch sehr neu gewesen. Ich meine, wie lange? Es war mit der Eroberung von Mekka. Erst 2 Jahre zuvor. Dann ein Jahr später kommen die arabischen Stämme mit ihren Delegationen im 9. Jahr nach der Hijra, Amel Wufud. Ja, das heißt, es ist gerade mal alles ein Jahr her. Dann die Hajj, wo dann die ganzen Araber auch daran teilnehmen, die muslimischen Araber. Und das war's. Das heißt, das Ganze ist vielleicht wie alt? 2 Jahre alt. Es ist ein neues Staatsgebilde. Das muss geschützt werden, insbesondere an den Grenzen geschützt werden. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist ein Gesandter Gottes gewesen, richtig. Aber er hatte mehrere Aufgaben erfüllt gehabt. Und er hat in mehreren Eigenschaften agiert. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir verstehen müssen, weil sonst verstehen wir die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat in bestimmten Situationen als Prophet gehandelt. Das heißt, er hat eine Offenbarung bekommen und hat das verkündet. Das ist seine eigentliche Aufgabe. Und es gab Propheten, die hatten nur diese Aufgabe gehabt. Viele Propheten hatten nie eine politische Berufung gehabt. Nie. Viele Propheten der Benu Israel, Isa alaihi salam als Beispiel. Es gab aber Yahya alaihi salam. Ja, waren alles Propheten gewesen, die haben eine Offenbarung bekommen, aber hatten keine politische Verantwortung getragen. Das heißt, sie mussten nur verkünden. Das war ihre Aufgabe gewesen. Und deswegen, wenn einige Leute sagen, ja, Jesus hat keinen Krieg geführt, aber Mohammed hat Kriege geführt. Ja, das liegt einfach ganz einfach an. Was liegt daran? Dass Jesus nie in der Verantwortung gewesen ist, einen Staat zu leiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es gibt viele Hinweise. Es gibt ein interessantes Buch. Ich habe es angefangen zu lesen. Ich habe es nicht zu Ende gelesen. Habe ich noch vor, zu Ende zu lesen. Wie heißt das Buch? Das ist ein Bestseller gewesen. Fällt gerade der Name des Buches nicht ein. Wo der Autor Jesus als jemanden darstellt, der eine Revolte angeführt hat. Und der auch alles andere als zimperlich mit seinen Gegnern umgegangen ist. Wenn wir uns anschauen, was Isa alaihi salam beispielsweise im Tempel gemacht hat, wie er die Tische umgekippt hat, etc., ja, da ist er sehr strikt gegen vorgegangen. Und das, obwohl er keine politische Verantwortung trug. Musa alaihi salam aber hingegen, er trug politische Verantwortung. Sulaiman alaihi salam, Dawud alaihi salam, sie alle trugen politische Verantwortung. Deswegen finden wir auch im Alten Testament vieles von dem, was sie tun sollten und wie sie mit ihren Gegnern umgehen sollten. Und dass sie Kriege geführt haben. Warum? Weil sie eine politische Verantwortung getragen haben. Sie waren nicht nur Propheten, sondern sie waren Propheten und gleichzeitig was gewesen? Und gleichzeitig Könige gewesen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat, wie gesagt, diese politische Verantwortung getragen. Und deswegen musste er auch so etwas wie Kriege führen. Es ging gar nicht anders. Und er musste auch den neu entstandenen Staat schützen vor seinen Feinden. Und das heißt, er musste auch ein Exempel statuieren gegenüber Leuten, welche immer wieder versucht haben, die Schwäche der Muslime auszunutzen und sie anzugreifen.
Aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat nicht nur als Staatsherr und als Feldherr agiert, sondern er hatte noch andere Eigenschaften gehabt. Welche kennt ihr noch? Welche Eigenschaften? Als Vater, aber auch jetzt, was wirklich Aufgaben betrifft, Ämter betrifft. Als Richter. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat teilweise als Richter gehandelt. Und das sind ganz wichtige Punkte, die ich verstehen muss. Und deswegen haben auch die Usul-Gelehrten, wenn ihr das euch ein Usul-Buch durchlest, ja, dann findet ihr auch genau diesen Aspekt, gerade auch hier das Werk von Imam al-Shawkani, wo er diese Unterscheidung trifft. Warum? Weil sonst könnte ich bestimmte Entscheidungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, oh, ist ausgegangen, lass mal Akku dran machen, bitte. Sonst könnte ich bestimmte Entscheidungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam überhaupt nicht nachvollziehen. Und der größte Fehler, den ich machen kann, ist welcher? Dass ich als Muslim sage, okay, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat hier jemanden angegriffen und sage, ich kann das als Muslim jetzt auch machen, weil der Prophet es doch gemacht hat. Völliger Blödsinn. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat in dieser Situation als was gehandelt? Als Staatsmann. Das heißt, wenn ich Präsident eines Staates wäre, dann könnte ich so handeln. Dann könnte ich sagen, wir müssen uns in diesem Fall militärisch wehren. Aber kann ich als einzelne Person einfach sagen, ich nehme jetzt die Waffe in die Hand und kämpfe? Geht das? Nein. Manche sagen, ja, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt doch, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, wer von euch Unrecht, soll das mit deiner Hand verändern. Ja, aber nicht jeder darf das mit seiner Hand verändern. Du kannst doch nicht einfach irgendjemanden auf der Straße sagen, ich schlag dich jetzt, weil du irgendwas gemacht hast. Das ist doch gar nicht deine Aufgabe. Das ist überhaupt nicht deine Aufgabe. Und deswegen, ja, es gibt ja Leute, die das so ein bisschen gut geheißen haben, als dieser eine tschetschenische Mann in Frankreich, vor 2 Jahren ungefähr war das gewesen, ich weiß nicht, vor 2 oder 1 Jahr war das gewesen, ja, den Kopf abgeschlagen hat. Mit welcher Begründung? Der Lehrer hat den Propheten beleidigt, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen ist das gut, das ist okay so. Das ist eine gerechte Strafe. Unabhängig davon, dass es überhaupt nicht die Strafe ist, ist eine andere Sache. Wenn das natürlich absolutes Unrecht ist. Wer bist du, dass du einfach irgendeinen Menschen umbringst? Stellt euch mal vor, ich würde mir das Recht nehmen, einfach jemanden zu töten, mit der Begründung, er hat meine Religion beleidigt. Dann könnt ihr im Grunde genommen jeder Mörder heutzutage einfach behaupten, ja, ich habe ihn getötet, weil er die Religion beleidigt. Hast du Zeugen? Nein, habe ich nicht, aber ich habe ihn einfach getötet. Er hat die Religion beleidigt, das ist mein Recht. Ich muss doch das Übel enden. Wo kommen wir denn dahin? Das ist doch Chaos, das ist doch Anarchie. So etwas gibt es nicht in unserer Religion. So etwas kann es nicht geben. Und ich kann auch nicht einfach sagen, ich sprenge irgendwo eine Bombe, ja, weil ich führe Dschihad. Wer bist du, dass du Dschihad führen kannst? Wer bist du? Bist du ein Staat? Bist du der Staat, der sagt, ich sozusagen geht mal jetzt und jetzt lege ich irgendwo eine Bombe, weil ich muss Dschihad führen? Wer bist du? Und das Problem ist, die Leute verstehen das nicht. Sie sagen, ja, aber der Prophet, aber er hat hier als Staatsmann gehandelt. Er schickt eine Armee als Staatsführer. Die Leute gehen nicht einfach selbst und töten irgendjemanden. Und er hat seine guten Gründe gehabt, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Einmal, es gab immer wieder Übergriffe seitens der Byzantiner gegenüber den Muslimen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wollte zeigen, gerade weil der Staat noch neu gegründet war, wir schützen unsere Grenzen. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Ihr müsst euch vorstellen, viele Stämme sind gerade erst Muslime geworden. Und sie erwarten von, jetzt mal mit Begriffen, die wir heute benutzen würden, von der Zentralregierung, dass natürlich die Grenzen geschützt werden und dass nicht einfach so Übergriffe zugelassen werden auf sie. Das ist das Erste gewesen. Das Zweite ist gewesen, dass es zuvor eine Auseinandersetzung gegeben hat zwischen den Stämmen, die im Norden waren, in der Region Ash-Sham, und zwischen den Muslimen. Weiß jemand, welche Auseinandersetzung das war? Und bei dieser Auseinandersetzung sind wichtige Gefährten unseres Propheten gestorben. Abdullah ibn Rawaha und unter anderem auch wer? Unter anderem auch Zayd ibn Harith, der Vater von Usama ibn Zayd. Welche Schlacht war das gewesen? Wo es 3 Anführer gab und einer nach dem anderen gefallen ist. Mu'tah. Die Schlacht von Mu'tah. Sie war genau im Norden gewesen.
Und wer kam da zum ersten Mal zum Vorschein? Welcher Sahabi hat dann das Banner in die Hand genommen? Khalid ibn Walid. Der Prophet hat berichtet, Live-Übertragung. Ja? Und jetzt hat ein Schwert von den Schwertern Allahs das Banner in die Hand genommen. Allahu Akbar. Ja? Live-Übertragung. Schon zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat einen Grund gehabt. Er hat nicht einfach irgendwo irgendwelche Leute hingeschickt, um irgendwelche Leute anzugreifen, die unschuldig sind, die friedlich sind gegenüber den Muslimen, sondern diese Leute haben immer wieder die Sahabe, die Muslime angegriffen, ja. Unter anderem haben sie einen Mann getötet, der hieß Farwa al-Juzami. Das war der Wali von Ma'an gewesen. Sie haben ihn gekreuzigt, weil er immer wieder die Leute zum Islam eingeladen hat. Dann, das sind auch diejenigen, die die Muslime ohnehin schon bekämpft hatten, ja. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wollte die Grenzen absichern. Also es gab sehr, sehr gute Gründe für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, jetzt diese Armee zu schicken. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie gesagt, er hat wen beauftragt damit? Er hat Usama ibn Zaid damit beauftragt. Das hat natürlich mehrere Gründe gehabt. Einmal, es handelte sich hierbei auch um eine Angelegenheit, die Usama ibn Zaid direkt etwas persönlich betraf. Nämlich, sein Vater wurde getötet. Das ist ein. Das zweite ist, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wollte mit einigen Vorstellungen komplett brechen. Nämlich die Vorstellung, dass man nur, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, auch Kompetenzen haben kann. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wollte zeigen, nein, auch ein Jugendlicher, der kompetent genug ist, kann solch eine Aufgabe übernehmen mit der Hilfe der anderen Gemeinschaft. Das heißt, es muss nicht immer der Älteste sein, der Stammesälteste, sondern die Maßstäbe haben sich mit dem Islam geändert. Für die Araber war es häufig etwas gewesen, wo es auf das Alter ankam, die Abstammung ankam. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sollte sagen, es kommt weder auf das Alter an, sondern auf die Kompetenz. Und es kommt nicht auf die Abstammung an. Und auch nicht auf die Hautfarbe. Wie stellt ihr euch Usama ibn Zaid vor? Usama ibn Zaid war dunkelhäutig gewesen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja? Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat mit mehreren Vorurteilen durch diese Wahl von Usama ibn Zaid gleichzeitig aufgeräumt. Einmal, das Alter spielt nicht immer eine Rolle. Es spielt eine Rolle, aber nicht immer. Zweitens, ja, Usama ibn Zaid ist der Sohn von einem ehemaligen Sklaven. Ja, Zaid ibn Harith war Sklave gewesen, der freigelassen wurde. Ja, drittens, er hat nicht wirklich eine Abstammung. Ja, Sohn eines Sklaven, auch wenn er ursprünglich der Sohn von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war, der Adoptivsohn. Und Usama ibn Zaid somit der eigentliche Enkelsohn unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, hatte er aber nicht diese Abstammung, er hatte nicht die Familie hinter sich. Ja, er hat damit aufgeräumt. Ja, und ganz, ganz wichtig, es gibt keinen Unterschied zwischen jemandem, der schwarz oder weiß ist. Der einzige Unterschied ist was? Die Taqwa. Also schaut einmal, mit wie vielen Vorurteilen, falschen Vorstellungen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam durch diese Auswahl von Usama ibn Zaid aufgeräumt hat. Allahu Akbar. Eine einzige Auswahl und so viele Vorurteile werden beseitigt. Es gab aber trotzdem einige Leute, welche sich aufgeregt haben und welche die Auswahl von Usama ibn Zaid kritisiert haben und gesagt haben, das kann nicht sein. Ja, es sind so viele Männer in der Armee, die eine Stellung haben, die älter sind als Usama ibn Zaid. Und was macht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er sucht einen 17- oder 18-jährigen und 19-jährigen jungen Mann aus für diese schwierige Aufgabe. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat sich jedoch nicht beirren lassen. Sondern unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn er Entscheidungen getroffen hat und er war sich sicher, dass sie richtig sind, hat er sie durchgesetzt. Auch wenn die anderen dagegen waren. Wenn etwas richtig ist, dann befolge ich das. Und immer wieder hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, subhanallah, das gezeigt. Hat er sich für etwas entschieden.
Und es war richtig gewesen für das, was er sich entschieden hat, stand er dazu. Ich erinnere, kennt ihr vielleicht ein Beispiel? Wir hatten jetzt die ganze Sira gehört. Ja, kennt ihr ein Beispiel, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er einmal eine Entscheidung getroffen hat, dann auch wirklich strikt war, wenn es richtig war? Was? Ja, sehr schön. Die Schlacht von Uhud. Ja, als einige dann den Propheten sallallahu alaihi wasallam überredet haben, ja, Rasulullah, lass uns in Medina bleiben. Und gerade auch einige Angesehene. Aber junge Gefährten des Propheten, insbesondere die, die nicht an der Schlacht von Badr teilgenommen hatten, sagten nein. Und sie überredeten ihn. Und der Prophet entschied sich für sie. Am nächsten Morgen haben sie sich dann in der Nacht unterhalten und gesagt, oh, wir haben den Propheten zu etwas gezwungen, was er nicht machen wollte. Und dann kam der Prophet mit seiner Rüstung heraus und sagen, ja, Rasulullah, wenn du willst, dann bleiben wir in Medina, so wie du es wolltest ursprünglich. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach, ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. الله أكبر. Wenn erst einmal ein Prophet seine Rüstung anlegt, dann legt er sie nicht eher ab, bis Allah zwischen ihm und seinen Feinden geurteilt. Knallhart, krass. Die Entscheidung ist getroffen. Sie ist richtig, sie ist nicht falsch. Das heißt nicht, dass man auf falsche Entscheidungen beharren sollte. Nein, nein. Der Prophet hat sogar Entscheidungen zurückgenommen, wenn sie nicht klug oder nicht richtig gewesen wären. Wie bei der Schlacht von Badr. Ja, an welchem Ort sie sich niederlassen sollen. Und er hat die Meinung von Al-Hubab ibn al-Munzir angenommen. Der hatte kein Problem damit, sallallahu alaihi wasallam. Aber wenn er überzeugt war von einer Sache, selbst wenn andere ihn dafür kritisiert haben, aber er wusste, dass es richtig ist, hat er daran festgehalten. Das ist das Wichtige. Ja, ich brauche auch manchmal einen festen Standpunkt. Ja, und manchmal muss ich Dinge, gerade als Führer, ist wichtig, als Führer auch durchsetzen können, selbst wenn die Allgemeinheit das nicht möchte. Und hier gibt es eine Gefahr. Und die Gelehrten haben gesagt, es gibt drei Arten von Gelehrten. Es gibt den Alim al-Sulta. Es gibt den Alim al-Umma. Und es gibt den Alim al-Din. Alim al-Sulta ist ein Palastgelehrter. Ist jemand, der immer eine Fatwa gibt, so wie es gerne die Herrscher hören möchten. Davon haben wir viele heutzutage. Was ist Alim al-Umma? Was ist damit gemeint? Ein Alim der Umma. Was heißt das? Was ist damit? Positiv oder negativ? Ja, was ist damit? Ist das positiv oder negativ hier in diesem Kontext? Nee, negativ. Und zwar, das ist ebenfalls etwas sehr Gefährliches. Das ist ein Alim, der schaut, was die Mehrheit hören möchte. Nicht, was die Wahrheit ist, sondern was möchte die Mehrheit hören. Er möchte einfach nur Applaus haben. Und das ist sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Nur das zu erzählen, was die breite Mehrheit hören möchte. Sehr gefährlich. Ja? Das ist ebenfalls jemand, der auf dem falschen Weg ist, weil der hat nicht klare Maßstäbe, sondern sein Maßstab ist, wo kriege ich mehr Applaus? Und dann gibt es Alim ad-Din. Das ist der Gelehrte der Religion. Für ihn gilt was? Qala Allah, qala Rasul. Das, was richtig ist. Auch wenn er vielleicht keinen Applaus bekommt. Das ist nicht immer einfach. Es ist nicht immer einfach, einen festen Standpunkt zu haben. Viele Leute wollen immer nur gucken, okay, wo könnte ich mehr Zustimmung bekommen? Darum geht es aber nicht. Sondern es geht darum, wo glaube ich, liegt die Wahrheit. Wo glaube ich, liegt die Wahrheit. Ja? Und ich rede hier von Gelehrten. Ich rede nicht hier von einfachen Leuten, sondern ich rede hier von Gelehrten. Und auf jeden Fall unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, was sehr, sehr wichtig ist. Ja? Er hat jetzt eine Entscheidung getroffen. Die Leute haben ihn kritisiert dafür. Was macht jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Das, was er öfters in solchen Situationen gemacht hat. Und ich hatte vorhin gesagt, jetzt verteidigt der Prophet nicht Ali ibn Abi Talib, sondern er verteidigt wen? Er verteidigt Osama ibn Zaid. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wird sauer. Und zu diesem Zeitpunkt, subhanallah, zwar 2 Tage nachdem er die Entscheidung getroffen hat für diese Armee, wurde er krank. Salawat alaihi wasallam. Er war zu diesem Zeitpunkt dann jetzt schon krank gewesen. Und er hat starke Kopfschmerzen bekommen. Und er hat sich dann ein Tuch um den Kopf gebunden, um die Kopfschmerzen
zu Minder, ist dann auf den Minbar gestiegen, hat Allah subhanahu wa ta'ala gelobpreist und dann gesagt, Amma ba'd, ayyuhal nas, kommen wir zum Thema, o ihr Menschen, فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأمير أسامة. Was sind das für Worte, die ich von einigen von euch gehört habe in Bezug auf Usama, dass ich ihn zum Befehlshaber gemacht habe? Der Prophet hat niemanden bloßgestellt. Das ist allgemein gesagt, immer wieder. Ja, unser Prophet hat immer versucht, die Dinge allgemein zu besprechen, um niemanden bloßzustellen. وَلَئِن طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أُسَامَ. Ja? لَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبَاهُ مِنْ قَبْلِهِ. Und wenn ihr die Imara, wie kann ich Imara übersetzen? Imara. Ja, kann man nicht, ist schwierig. Also, wenn ihr sozusagen die in Frage stellt, dass Usama, der Befehlshaber und der Anführer dieser Armee ist, ja? Was? Der Kommandant, ja, oder wie auch immer, dieser Armee ist, so habt ihr schon die Imara seines Vaters zuvor, also Zayd ibn Harith, in Frage gestellt. Wa ayma Allah in kana lil imarati li khaliqa. Und bei Allah, er hat Kompetenz für dieses Amt. Er ist geeignet dafür. Wa inna ibnahu min ba'dihi la khaliqun lil imara. Und sein Sohn nach ihm ebenfalls. Also sowohl der Vater als auch der Sohn waren kompetent gewesen dafür. وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ. Und er gehörte zu den Menschen, die ich am meisten geliebt habe. وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ مِنْ بَعْدِ. Und er, also sein Sohn, gehört zu den Menschen, die ich am meisten liebe. Der Prophet hat die Sache beendet. Es gibt keine Diskussion. Ja? Ich habe das nicht einfach so entschieden, sondern ich habe es entschieden, weil er kompetent ist. Genauso wie sein Vater kompetent gewesen ist. Und ich habe meine Gründe dafür. Ja, und deswegen habe ich ihn bestimmt. Subhanallah. Das zeigt nochmal die Führungsstärke unseres Propheten zu Hause. Ist nicht einfach, wallah, ist es nicht einfach. Wenn ich mir vorstelle, subhanallah, ja, du hast gerade erst ein neues Gemeinwesen gegründet. Die Quraysh sind gerade mal jetzt so zum Islam übergetreten, viele von ihnen vielleicht noch nicht ganz fest im Islam. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beweist Führungsstärke. Was war das für ein Mensch gewesen, subhanallah? Prophet, Richter, Staatsmann, Vater, ja, Allahu Akbar. Wirklich der perfekte Mensch, der vollkommene Mensch. Es ist, wallahi, nicht einfach mit Menschen umzugehen. Und es ist, wallahi, nicht einfach Entscheidungen zu treffen. Gerade wenn es sich um was handelt? Um politische Entscheidungen handelt. Wallahi, ist nicht einfach. Aber unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hat diese Stärke bewiesen. Und jetzt machen sie sich auf den Weg. Und sie gelangen zu einem Ort, der heißt Al-Jurf. Circa 3 Meilen von der Stadt Medina entfernt, Richtung Norden. Sie haben sich dort niedergelassen. Und jetzt beginnt die Krankheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wer war mit ihnen gewesen? Abu Bakr as-Siddiq. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ruft zu diesem Zeitpunkt Abu Bakr as-Siddiq zurück. Warum? Aus welchem Grund? Es gibt einen Grund. Wir werden noch auf ihn näher eingehen, inshallah, nächste Woche. Und zwar, er soll jetzt das Gebet leiten für einige Tage. Er hat insgesamt 17 Gebete geleitet. Er hat insgesamt 17 Gebete geleitet. Radiallahu anhu wa arda. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam besteht jedoch darauf, dass Usama ibn Zayd sich auf den Weg machen soll. Und er gibt ihm noch vorher einige Ratschläge mit auf den Weg, dass er im Namen Allahs kämpfen soll. Urzu bismillah. Ein ganz wichtiger Aspekt, noch einmal die Absicht. Warum ich das überhaupt mache? Ich mache das nicht für die Dunya. Ich mache das nicht, um Reichtum anzueignen, um Beute zu erlangen. Sondern ich tue es im Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Und er gibt ihm noch einige Wasaya mit auf den Weg. Aber jetzt kommt Ayman zu Usama ibn Zayd und sie sagt ihm, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam liegt im Sterben. Und die Sahabe, sie sagen und entscheiden sich dafür, zurückzukehren nach Medina. Weil sie gehört haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verstorben ist. So dass
die Armee von Osama ibn Zaid nicht losmarschieren konnte. Dass sie später nach dem Tod des Propheten dann losmarschiert, ist eine andere Sache. Darauf kommen wir noch zu sprechen, inshallah ta'ala. Aber zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam sollte sie nicht losmarschieren. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er erkrankt jetzt. Er hat schon vorher mitbekommen, dass er, oder Allah hat ihm Zeichen gegeben, dass er bald zu seinem Schöpfer zurückkehren wird. Es ist eine Sura offenbart worden, oder wir verschieben das auf nächste Woche, inshallah ta'ala, weil wir stellen uns, dass wir die Möglichkeit haben für Fragen, inshallah ta'ala, dass wir dann nächste Woche darüber sprechen, wie Isla als solche. Allah ta'ala, er hat ihm mehrere Anzeichen gegeben. Und einige der Sahaba haben diese Anzeichen verstanden und haben deswegen auch geweint. Wie sie und wer das gewesen ist, wie sie es verstanden haben und was diese Zeichen gewesen sind, das werden wir dann inshallah ta'ala in der kommenden Woche bi'ithnillahi azza wa jal beschäftigen, dass wir uns heute mit der Sariya von Osama ibn Zaid beschäftigt haben. Und nächste Woche werden wir uns dann inshallah ta'ala mit den letzten Tagen und Stunden und Momenten im Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam beschäftigen. Bi'ithnillahi azza wa jal. Da gibt es einige sehr, sehr wichtige Dinge, sehr wichtige Aspekte. Wir werden noch nicht auf den Tod des Propheten zu sprechen kommen, sallallahu alaihi wa sallam, sondern werden das dann mal einzeln besprechen, was genau geschehen ist, wie er bestattet wurde, sallallahu alaihi wa sallam. Das werden wir in einem eigenständigen Vortrag machen, sodass wir jetzt wahrscheinlich noch zwei Unterrichte haben werden, die konkret die Sira betreffen. Und dann wird es noch einige Nachträge geben, bi'ithnillahi azza wa jal, aber dazu dann später mehr, inshallah ta'ala.